Leute, heute gibt es wieder ein Anime-Duell und ein ganz besonderes. Und zwar, wir haben zwei Legenden, die aufeinandertreffen und vor allen Dingen auch ein Anime-Duell, was wirklich so stattgefunden hat. Denn wir haben Yugi gegen Pegasus. Und ja, Pegasus ist natürlich auch legendärer Charakter, gerade mit den Thun-Karten. Man muss natürlich sagen, jetzt im TCG betrachtet und nicht im Anime, ist der Charakter natürlich nicht so stark, weil er gar nicht so viele spielstarke Karten hat. Dennoch darf man das Ganze nicht unterschätzen, denn die Karten können doch überraschend kommen und auch gefährlich. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt zum Deck, denn ich habe da ein bisschen Spice reingebracht. Aber bevor wir beim Deck sind, natürlich wie immer, das Ganze ist ein Best of 3. Bedeutet also, falls ihr sehen wollt, wer das Match gewonnen hat, geht nochmal zu uns CK Phoenix rüber. Ist auch in der Endcard verlinkt, so wie immer. Also, jetzt zum Deck. Ja, da sind wir auch schon direkt im Deck drin. Und ihr seht, ich habe eine spezielle Variante gewählt, dieses Deck zu bauen. Denn ja, Yugimoto hat natürlich sehr, sehr, sehr viele Karten. Und wir können natürlich da sehr viel wählen. Doch wir machen das jetzt. Und zwar, wir nehmen ein Spicy Tag rein. Und zwar, wir versuchen indirekt Exodia zu haben. Klar, Exodia-Teile sind ziemlich schwach, ist mir durchaus bewusst. Aber wir spielen ja gegen Pegasus. Bedeutet also, Pegasus ist nicht so ein starker Charakter. Und da kann man durchaus es schaffen, eventuell eben die Exodia-Teile zu kriegen. Von daher denke ich mal, ist das eine gute Wahl. Außerdem ein bisschen Spice drin. Des Weiteren haben wir jetzt natürlich hier viele Mauerkarten. Also Karten, die eben defensiv sind. Wir haben natürlich unter anderem Steinsoldat und natürlich die Mystische Elfe. 2000 Defense ist super. Aber auch Magnetkrieger hier. Einmal natürlich zum Defense 1-7. ATK 1-7. Und 1-8 Defense. Also wir wollen hier wirklich mauern. Trotzdem müssen wir Tributmonster spielen. Dementsprechend haben wir natürlich dabei auf einer Totenkopf, weil wir müssen auch Druck machen, weil ohne Druck werden wir auf jeden Fall verlieren. Dann haben wir das schwarze Mage Mädchen natürlich. Dann haben wir die schweigsame Schwertkämpfer. Und wir haben hier eben Gilfer. Und wir haben Gandora natürlich, um auch Feld zu clearen. Und ja, Leute, wir haben nicht den dunklen Magier. Stattdessen spielen wir halt eben Exodia. Dann weitere aber Karten, die uns helfen, den Gegner aufzuhalten, ist natürlich zum Beispiel Rachsüchtiger alter Magier. Super gute Karte. Sangan kann uns einen Teil suchen. Schwarze Echse kann uns einen Teil suchen, was sehr gut ist. Dann haben wir natürlich Marshmallow, Superwand, Superwand, genauso natürlich wie Gruschelt wäre Superwand und die Schildkröte auch super zum Protecten, von daher packen wir es rein. Und schweigsamer Schwertkämpfer nehmen wir mit rein, weil der sehr stark sein kann und dem Feldpräsenz aufbauen kann, von daher ist das ganz gut. Dann natürlich zum Stallen, Schwerter, super gut natürlich. Dann haben wir Gehirnkontrolle, zum Gegnermonster wegnehmen, zum Opfern, super gut. Dann haben wir elegante Vulti drin, Power Spells, brauche ich nicht drüber weiterreden, ne? Spalt. Gegnermonster loswerden. Wie gesagt, wir wollen hier wirklich Monster loswerden. Wiedergeburt, Topf, Überläufer, Powerkarten, klar. Dann Seelennehmer, Monster nehmen. Wie gesagt, wir wollen stallen. Goldsarkophag kann uns eventuell das letzte Exodia-Teil holen, kann uns aber eben natürlich auch Powerkarten holen, wie im Topf oder so. Von daher natürlich super gute Karte. Ja, Feuerliches Begräbnis, kann auch Sangern und so wiederholen, super gut. MST, Pflicht, mystische Raumtyphon, genau, das ist MST, aber Spiegelkraft. Dieser Spielkraft, tipptopp, ne? Magischer Zylinder auch hier. Wir stallen damit ein bisschen mehr. Dann fallen lassen. Eine Karte, die jetzt erstmal nicht gut erscheint, weil sie nur 1:1 Trade ist. Aber der Sinn des Spiels ist halt eben, das Spiel runterzubringen, langsam zu machen. Und dann ist die Karte wieder sehr gut. Dann haben wir Schwerelosigkeit, eben ebenfalls wieder zum Stallen. Dann haben wir Horn des Himmels, falls der Gegner ein hohes Tributmonster beschwört. Dann können wir eben das Ganze verhindern, indem wir die Kontrolle zurückerlangen. Super gut. Und natürlich dann Stronghold, ebenfalls mit 2000 Verteidigung. Wir wollen eben hier deffen. Ihr seht, es ist ein Deck, was wirklich eben lange das heraus möchte, um dann eben die passenden Exodia-Teile zu suchen, entweder über Sarkophag, Hexe oder eben Sangern, oder sie einfach zu ziehen. Und ich bin gespannt, ob wir Exodia ziehen werden oder nicht, von daher gehen wir jetzt rein ins Duell. So, dann, oh, dunkler Magier, was ist das denn? Stimmt. Einfach eine Doppelung. Ja, ich klau deinen. Ich mach Thun dunklen Magier. Hä? Ja, voll easy, ne? Einfach hier Millenniums Auge direkt angewendet, Alter. Genau so ist das. Oh, ja, 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 muss ja aufpassen. Einmal gucken, wie die Hand hier so ist. Was haben wir denn hier? I mean, it's okay, aber ich brauche mir eigentlich gar keine Gedanken drüber machen, denn erstmal darfst du zeigen, wie dein schöner erster Zug aussieht. Kein Problem, kleiner Yugi. Oh mein Gott. Ich zieh meine. Oh. Okay. Hey, das ist voll interessant. Okay. Ich spiele ein Monster verdeckt und du bist. Hä? Ich hab so Anime-Flashbacks gerade, aber. ich setze, ich muss nicht damit so mächtigen Karten spielst. Ja, aber dann mache ich mal den klassischen Maurice hier. Ich weiß, das Duell wird länger gehen als zwei Züge. Dementsprechend mache ich hier Goldsarkophag. Ja, natürlich. Ja, und dann hole ich mir natürlich irgendeine Powerkarte, die hier das Duell für mich schon in Alleingang entscheiden wird. Boah, welche nehme ich? Es gibt so viele. Ich kann Marshmallow nehmen, ich kann verräterische Schwerte nehmen oder einfach die Power Spells, Top, Überläufer oder irgend sowas. Aber wenn ich meine Hand so angucke, ich muss mal meine Hand angucken.
glaube, es wird dann doch sogar elegante Wohltäterin. Elegante Wohltäterin, okay. Ja, und dann mache ich den Pegasus in diesem Fall und setze einfach zwei und dann bist du mal. Okay. Dann ziehe ich meine Karte. Okay. Ich beschwöre meinen Traumclown. Oh nein, was war das nochmal? Falls gerade ein Angriff in offenen Feldern genannt wird, WLAN von unseren. Oh mein Gott, das ist ja gut. Das ist echt gut, oder? Denn jetzt gehe ich erstmal in die Battle-Phase und greife dein Monster an. Mal gucken, was da liegt. Na, was denkst du? Was denkst du? Das ist eh Marshmallow. Das war die Schildkröte! Nice. Ah, okay. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Fair. Aber Nein, 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 hör auf. ich geh mal in die Main-Phase 2. Nein, Und nein. jetzt aktiviere ich mein schwarzes Illusion-Ritual. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Oh Und ich nein. opfere meinen dunkeläugigen Illusionisten für aufgegeben. Hä, du hast dir einfach in der Hand beide gezogen? Ja, ohne Pre-Prep. Ohne Prepare. Was? Und ich aktiviere den Effekt von meinem Opfer und ich hole mir deine Schildkröte. Aber die kann ja nur eins ausgerüstet haben, ne? Also, das jetzt so maxed. Außer ich zerstöre ihn, dann kannst du mir noch einen ausrüsten. Genau. Ey, das ist mein ganzer Kannst Plan du. zerstört, ne? Also halt for real, das ist mein ganzer Plan zerstört. Okay. Ich meine, das ist der Sinn. Ich bin Pegasus, okay? Yugi Boy. Ja, der Yugi Boy namens Maurice hat hier ein Problem. Ach, dein Clown ist absolut nervig einfach. Ja, Warte, aber sehe ich ich auch darf so. doch jetzt trotzdem noch andere Karten angreifen. Das ist nur bei 1000 Eugen, ne? Ja. Also ich könnte jetzt einen Clown einfach angreifen. Ja, kannst du. Das fühlt sich so minus alles an, aber ich muss es tun. Und zwar? Schwerelosigkeit. Was? Nein. Jo, ach so, schade, ich dachte, der muss auch deinen zerstören. Ja, und Nein. dann. Oh, das wäre krass, wenn der wie Menschenfresserkäfer. Nein, du kommst du sonst nicht über den drüber, oder Nein, was? ich komme nicht drüber. Okay. Ja, aber der kann ja wirklich nur eins sein, ne? Oder? Ja, maximal eins. Ja, okay, dann. Ja, wenn du jetzt schweren Ja. Sturm hast, wäre schon dumm, aber. Das wäre auch Minus für dich. Nee, komm. Ja, Das wäre schon minus, ja. mach mal. Okay. Alter, ich musste minus eins machen, um diesen Clown zu Zieh ich mal. erledigen. Das ist schon schlecht. Das ist schon wirklich schlecht, wenn ich das so sagen darf. Danke. Sehr nett von dir. Ich spiele mal ein Monster verdeckt und mein Opfer geht in den Verteidigungsmodus. Du musst es Also, auch so betiteln, ja, mein Opfer. Das heißt aufgegeben. die Karte heißt im Anime das Opfer. Ja, ich weiß. Tada, jetzt machen wir erstmal Plus, mein Lieber. Ja, weil du auch mit guten Karten spielst. You're Ja, hallo, also ich bin Yugi, ich bin Hauptcharakter, ich muss gute Karten spielen. Boah, ist schwierig jetzt zu discarden. Ich Ah, ja, ich habe so viele gute Karten. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ja, schmeißt er seine Win-Condition ab? Ah, was für Win Condition. Tribute Summon, Beauftragter der Dämonen. Du verlierst ja. Lol, GG. ich kann sogar Gilfe aktivieren. Kannst einfach so ein Monster auf dem Spielfeld wählen, riss gewählte Ziel mit dieser Karte aus. Ach was? Wenn diese Karte auf dem Spielfeld liegt, kannst du einen auf sonst auf dem Spielfeld wählen, rüst das gewählte Ziel mit dieser Karte aus. Ja, das ist ja Minus. Das ist ja Minus, denn. Ja, ne, wir machen das ganz easy. Ja, klar. Dann holen wir uns den wieder einfach. Ja, klar. Und jetzt gehen wir in die Battle Phase Jo. und greifen das erstmal an. Okay, das ist einfach nur so ein Hase. Und dein aufgegeben, kümmere ich mich im nächsten Zug drum. Okay. Und boah, setze ich noch eine Karte? Ja, komm, wir setzen noch eine Karte. Wir sind risky unterwegs, so, du bist dann. Okay, dann ziehe ich mal ein Kärtchen. Ein Kärtchen. Ja, also mehr kann man das hier auch nicht betiteln, was ich hier auf der Hand habe. Aber ich würde sagen, ich switche in den Angriffsmodus Oh nein. und ich greife dein Gilferbiest an. Ja, ich krieg den Schaden, ne? Solange sie keine.
Ah! Warte, solange diese Karte mit einem Monster ist, für jeden Kampfstand, den du aus Kämpfen hältst, in Kämpfen beteiligt, ist dein Gegner genauso viel Effektschaden zu. Ja, du willst aber saugen! Okay, das klingt jetzt. Deswegen, minus 1! Ey, Digga. Einfach mit 0. Ey, Junge. Mann, ja. Das ist doch alles doof. Ey, was ist denn doch alles? Was ist denn das Problem hier? Ich mach minus 1 gerade. Ey, ich hätte dir 2200 Schaden gemacht und dein Monster eingesaugt. Ich weiß. Also. Und jetzt zerstöre ich den nächsten Zug. Ist doch voll schöner. Aber ich krieg nur Schaden, solange du ausgerüstet bist, oder? Solange die Karte mit ausgerüstet ist, füge ich ja, jeglichen Kampfschaden. Okay, ja. Entspannt. Boah. Boah. Ich will eigentlich gar nicht, dann krieg ich auch Schaden. Will ich zwei Monster dafür opfern? Ja, willst du? Nein. Ich mach's noch einfach. Ja, tschüss, Alter. Hey. Ich hab hier so die legendäre 2-Karten-Kombo und sonst nur normale Monster mit literally 0-0. Und er kommt hier einfach mit, ja, ich zerstöre Monster, magischer Zylinder, elegante Wohltäterin, vorheriges Begräbnis. Wenn ich dein Monster zerstöre, darfst du noch suchen. Ja, lass liegen, Alter. Junge. Ich spüre ein bisschen Madness auf der anderen Seite. Ja, was ist das? Ich hab dieses Spiel erfunden. Hier, Höllenwesen-Puppe, 1-6. Ich dachte mal, das wäre 1 Tribut, aber so. Nein, ich lasse die Kampfschildkröte im Friedhof. Ja, du kannst so suchen, ist da noch besser. Mhm, ist auch gut. Dann stellen wir dich mal. Ich weiß nicht, ob ich die offensive Maschine gehen will oder defensive. Weil. Du spielst schon ein paar nervige Karten noch. Ich floate einfach. Floaten ist gut, habe ich gehört. Floaten, okay. Ja, Sangan. Und Sangan holt wieder ein Monster, ist auch okay. Ich hätte auch Marshmallow jetzt holen können, aber. Ja. Warum alles auf einmal? Oh, yeah. So, mein Lieber, es geht weiter. Ich beschwöre Sangan. Ja. Und dann gehen wir einfach in die Battleface, weil wir es so einfach haben. Ey, eleganter Voltier da hat einen super Job gemacht, würde ich sagen. Ja, safe. Einfach nur einen Monster Engrave kriegen. Gar nicht für den Draw. So, und dann machen wir das und bist du. Hey Gilfa, voll gut. Lass mal den Tierlement einfach 500 ATK reduzieren. Stell dir vor, du spielst irgendwie so Tierlements, aber so voll mit Anime-Karten, dass die alle so weirde Effekte im Friedhof kriegen. Ja, und wo wir schon beim Friedhof sind, ich aktiviere Monster-Reanimation! Oh nein, er holt sein Opfer wieder. Yes! Ey, du Opfer! Hallo? Ja, was hättest du eigentlich gemacht, wenn du diese 2-Karten-Kombo einfach nicht gezogen hättest? Wärst du ja komplett aufgeschmissen gewesen. Ja, dann hätte ich einfach nichts tun können. Ah, fair, 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 fair. Jetzt kommt eh Spiegelkraft. Ah, ich überleg grad. Aber nee, komm, lass mal durch. Ja, du weißt, was jetzt eh kommt. Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Ja, dann ist ja gut. Als ob du gegen mich stallen müsstest. Nee, müssen nicht, aber ich kann's halt. Ja, stimmt, also stallen brauche ich auch nicht. Also ich muss gegen dich nicht stallen, das ist vollkommen recht. Das müssen wir auch nicht. Und ich finde, dein Opfer hat ganz schön wenig Angriffspunkte. Junge. Ja, dann, I mean, Feld ist frei, freie Bahn, bumm. Ich wünschte, ich könnte Marshmallow ersetzen, aber dann machen wir den nächsten Zug. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier der Underdog-Protagonist bin? Ich weiß nicht. Ich habe gute Karten einfach so. Ich glaube, daran liegt's. Ich aktiviere mein Toon-Inhaltsverzeichnis. Das bringt mir aber leider gar nichts. Kannst du Toon World suchen? Ich habe noch was viel Besseres. Ja, warte. Da brauchst du halt mal Toon World trotzdem, oder? Oh, Königreich. Toon Königreich. Das ist sogar echt gut. Das ist sogar gut. Ju.
kastiere es dich erstmal selbst. Ansonsten. Pass, warte. Macht die was, wenn ich angreifen? Die kann nur Toolmasters protecten, ne? Ja. Hä? Ich sehe gerade irgendwie die Logik nicht. Ist das nicht. Ja, was soll ich sonst machen? Du kannst die ganzen Toonmonster nicht beschwören, wenn du keine Toonwelt hast. Aber jetzt hast du ja Toonwelt, oder? Ja, ich habe keine Toonmonster. Oh. Nein. Schade. Ja, das war doch ein interessantes Duell. Und jetzt, wie immer, drehen wir das Rad. Doch bevor wir das Rad drehen, Can, wir müssen etwas sagen, oder? Ja, und zwar werden wir Charaktere, die jetzt kommen, vom Rad nehmen. Also, wenn jetzt irgendein Charakter drankommt, wird der im nächsten Duell gespielt werden und danach wird der für den Rest der Videoreihe quasi vom Rad genommen, sodass die Charaktere sich nicht zu häufig doppeln. Genau, da haben wir eben die Doppelung dann nicht mehr und der Vorteil ist natürlich auch noch, das Ganze, wie gesagt, dann, ihr wisst jetzt ungefähr, wann die Serie hier enden wird. Aber was wir jetzt machen wollen, ist natürlich drehen und ich fange mal bei mir an und ich drehe und es wird gespinnt und es ist... Oh, Yami Bakura, ein Charakter, den du sehr liebst, aber ja, leider habe ich ihn jetzt. Ja, krass. Ja, das Rad hat entschieden und vielleicht schaffen wir es ja hier mit einer alternativen Wincon das Duell zu gewinnen, was ja dieses Mal zumindest in diesem Teil nicht geklappt hat, aber wie immer, wie gesagt, kann das Ganze natürlich geklappt haben bei CK Phoenix, Best of 3, wie immer, ihr wisst es, schaut dort vorbei und ich hoffe, die kleine Regeländerung gefällt euch, weil wir haben die Kommentare gelesen und einige von euch haben halt gesagt, ja, wir wollen jetzt nicht, dass immer so was gedoppelt wird, so Leute, kann nicht mehr passieren. Jetzt gehen die Charaktere raus nacheinander. Also genießt sie nochmal, bevor die Serie eben vorbei ist. Wie gesagt, schaut bei CK Phoenix vorbei. Dort geht eben den Rest des Duells. Und ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.